Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Haven. Wir starten heute in Deutschland. Hier haben wir noch das Champ Derby. Aber ich würde erstmal gerne hier die Mine nochmal eben abgrasen und neu wieder anstellen. Wir haben eigentlich genug grüne und genug blaue Steine, noch nicht genug rote Steine, deswegen schmeißen wir jetzt einmal hier die Zucht gleich noch mal an. Hier ist das Champ Derby, den müssen wir rausholen. Die verkaufe ich jetzt aber. Wir haben ja schon ein paar Stück, die wir aufwerten können bis Level 10, um die dann für Diamanten zu verkaufen. Deswegen verkaufe ich sie jetzt so. Und dann züchten wir noch mal neu. Dann sammeln wir nochmal eben in einem Rennen die zwei roten, also die Rubine ein, die uns jetzt noch fehlen. Dann können wir den Westfalen schon mal freischalten. Und ich werde demnächst mal gucken, dass ich da, ich glaube, mir fehlt eine Stute. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich muss gleich mal, ja, genau, da haben wir einen Hengst, den Argo. Da fehlt mir die Stute. Da. Ist der Humphrey. Hat ja leider immer noch nicht geklappt. Ich hatte so auch schon zweimal noch wieder versucht zu züchten, hatte aber auch nicht funktioniert. Im Moment funktioniert irgendwie fast gar keine Zucht, habe ich das Gefühl. So. Okay, 69.000. Eine normale Züchtung wollen wir und wir haben 12% wieder mal. Und ich rühre mal meinen Kaffee. Stopp! Oh ne, schade, schade. Leider wieder überher. Okay. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich würde dann hier zwischendurch mal einmal zwischenzüchten, wenn ich eine Stute finde. Und mit meinem Westfalen einmal züchten, damit wir da auch eine Stute kriegen. Dann können wir nämlich hier bei uns selber die Zucht anfangen. Dann huschen wir mal. Nee, eigentlich konnte ich euch erstmal eben zeigen. Wir hatten ja vorher. Na, mal auf. Wir hatten vorher. Was hatten wir denn vorher? Den Missouri Foxtrotter hatten wir schon gehabt, genau, den, genau, das hat geklappt, den müssen wir aber gleich noch groß machen. Ich glaube, das andere hatte ich alles schon, ne? Genau, den, ach, den Bud Johnny, den müssen wir auch noch weiter züchten, habe ich auch noch nicht fertig. Also jetzt im Moment ist auf jeden Fall der Westfale drinne. Das KPWN, das möchte ich auch gerne noch haben. Und der Breton. Der Breton, den habe ich schon. Den brauche ich nämlich nicht. Wieder mal einen roten, wo ich keine Rubine mitsammeln kann. KPWN schalte ich jetzt demnächst frei. Und als nächstes kommt jetzt erstmal der Westfale. Ist noch 18 Stunden, dann kommen schon wieder die nächsten. Und als nächstes haben wir, glaube ich, Appaloosa, der Isländer. Und ich meine den Ritter? Nee, das Eisderby. Oder ist jetzt im Moment Ritter dran? Ich weiß gar nicht genau. Eisderby brauche ich aber nicht, weil ich kein Eisderby habe. Ich habe auch bei dem letzten Mal das Dancer. Siehst du, das Dancer fehlte mir noch. Den habe ich nicht freigeschalten. Ich habe den ja eh nicht bekommen und habe ich gedacht, naja, dann behalte ich das lieber für die nächsten. Und schalte mir die frei. Ich denke, der Dancer wird noch mal wieder reinkommen. Dann machen wir jetzt als nächstes hier das Rennen hier in Australien mit 600 Metern. Dann kriegen wir unsere zwei roten Steinchen zusammen und können den Westfalen freischalten. Wir nehmen mal das irische Sportpferd.
Auch da habe ich jetzt ja einen Partner und vom Isländer habe ich auch einen Partner. Da habe ich gezüchtet, das hat wunderbar geklappt. Da können wir dann als nächstes, wenn es dann losgeht, mit den Zertifikaten weiterzüchten. Sobald ich die Sachen, die ich da in den Ländern noch am Züchten bin, fertig habe, dann. So, hier brauchen wir auch nur 600 Meter, dann haben wir die beiden Routen, die Rubine zusammen. Das geht ja relativ fix. Bis jetzt, toi toi toi, hat es wirklich immer so gut funktioniert, dass ich keine, also ganz, ganz einmal musste ich, glaube ich, drei oder vier rote Rubine kaufen, aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut so funktioniert, obwohl ich die roten T4er schon immer hatte. Klappte ganz gut. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Schön wäre natürlich, wenn ich jetzt auch irgendwann mal, ach Scheibenkleister, irgendwann mal wieder rote Steine sammeln kann, ne? Das wäre wirklich sehr schön. So, 796 Meter, das hat gereicht. Sehr schön, dann kriegen wir jetzt unsere beiden roten Steinchen. Jawohl. Okay. Dann können wir jetzt den Westfalen freischalten. Genau, wir machen erst den Westfalen und dann das KPWN, weil dann können wir noch weiter grüne Steine sammeln. So, den haben wir fertig. Da gucke ich, dass ich dann eine Stute dazu kriege. So, hier brauchen wir jetzt wieder 10 rote Steine. Grüne haben wir genug. Jetzt müssten wir eigentlich auch Post bekommen haben, denn ich sammle mal eben die Münzen ein. Denn ich hatte ja vorher noch einmal die Gesellschaft der Reinrassigen angestellt. Und bekomme jetzt, weil ich es freigeschalten habe, die Steine schon mal raus. Werbung ansehen. Nee, ich will keine Werbung ansehen. Tagesbelohnung habe ich gestern vergessen abzuholen. Okay, mich hat jemand besucht. Ich weiß nur nicht wer, weil ich es nicht sehen kann. Okay. Nee, Post habe ich noch nicht gekriegt. Okay. Na, die wird denn dann aber ja wohl gleich kommen. Okay, dann huschen wir mal weiter. Wir huschen. Wo huschen wir denn hin? Ich glaube, wir kommen mal nach England. Im Moment sind aber auch extrem viele, viele, viele Zuchten, die wir machen können. Ach, hier, guck mal. Drei grüne, 400 Münzen und 15 Medaillen. Wofür die gut sein sollen, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir nämlich 19 von den blauen für den nächsten schon wieder, ne? Das ist echt schön. So, hier hatten wir den Badjohn. Gut, den verkaufe ich jetzt aber. Da haben wir nämlich jetzt im Moment auch schon wieder so viele rumstehen, die ich erwachsen mache, die ich nicht erwachsen, aber weiter trainieren muss. Ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee hier. Der lädt ja so lange. Ich glaube, da ist auch kein Unterschied zum Handy. Auf dem Handy lädt das auch so lange. Mittlerweile ist es aber so, wenn man zwischen den Ländern wechselt, ist das nicht mehr so extrem. Ich würde gerne, glaube ich, erstmal einmal die Stute hier nehmen. Wo ist sie denn? Da. So, und ein VK. Und dann hätte ich gerne den Bad Johnny Stufe 4. Er sieht wirklich von der Farbe, finde ich den echt schick. Nur die Zöpfchen gefallen mir nicht so gut, aber okay. So, wir haben 9%. Das ist nicht viel, aber vielleicht haben wir ja Glück. Nein, natürlich nicht. Schade. Okay, probieren wir es nochmal wieder. Und gehen zum nächsten, nämlich nach Frankreich. Schauen wir mal eben, was wir da gezüchtet haben. Ja,
Das sieht aus wie ein KPWN, jawohl. Hatte ich da Zwillinge, ne? Genau. Sehr schön. Aber wir können hier. Das müsst du. Also, ich habe keine. Jetzt müssen wir mal eben nach Amerika huschen. Gucken, ob ich da Soja angebaut habe. Damit wir den kleinen groß machen können. Jawohl, guck mal. Hier haben wir Soja. Das ist sehr schön. Dann bauen wir auch gleich was Neues an. Gehen wieder nach Frankreich und machen den kleinen oder die kleine. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es geworden ist. Ob Hengst oder Stute. Sehen wir gleich. Oh, es ist so süß. Echt. Ich finde das echt süß. Und das sieht in groß echt mega hübsch aus. Ja, sie. Ist, glaube ich, eine Stute, ne? Oh, die wird doch gleich groß. Das ging ja fix. Die ist so schön. Die ist wirklich, wirklich schön. Die gefällt mir wirklich. Mich nicht. Gefällt mir wirklich mega, mega gut. Ich finde sie wunderschön. Was ist das da am Mund? Ist das ein Bug? Ja, ein Grafikbug. Schade. Aber ansonsten ist es echt ein richtig, richtig schönes Pferdchen, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie sind denn die Werte von ihr? Okay, alles in Silber. Ja, mal gucken, vielleicht kann man das ja noch mal ein bisschen weiter ausbauen. So, dann können wir das KPWN erst noch drinne lassen. Obwohl, nee, wir haben den ja noch nicht freigeschalten. Den können wir den erst drinne lassen, den hole ich dann raus. Und dann gehen wir mal eben nach Amerika wieder hin. Ein paar rote Steine kann ich auch hier noch von den Rennen sammeln, ne? Für das KPWN. Was habe ich denn hier gezüchtet? Den Isländer, jawohl. Auch da habe ich Zwillinge gezüchtet. Genau, damit ich das richtige Geschlecht auch wirklich bekomme. Auch den können wir erstmal drinnen lassen, weil der bringt uns im Moment auch nichts, weil ich den ja auch noch nicht freigeschalten habe. Und huschen dann rüber zur Fantasieinsel. Da werden wir, glaube ich, aber nicht weiter züchten können. Da habe ich gestern Abend, glaube ich, eine Zucht angeschmissen. Genau. Oh, aber es geht nur 4 Stunden. Dann können wir um Hilfe bitten. Das ist ja schön. Und können hier nochmal eine neue Zucht starten, denn ich habe immer noch kein Peter Derby bekommen. Ach, 46 Minuten. Dann machen wir das jetzt so. Aber den werden wir verkaufen. Na, nur lad schneller hier. Und dann probieren wir das nochmal. Einmal das Marsh-Tacky hier. Die Stute brauchen wir dafür. Und das Gletscherfeenpferd. Den Fox. 43.200 kostet uns das Ganze. Wir wollen eine normale Züchtung und haben 14% Chance, das Peter Derby zu bekommen. Oh nein, so kurz vorher, ne? Ärgerlich. Naja, gut. Dann müssen wir das nochmal beim nächsten Mal machen. So, wir sammeln dies hier nochmal eben ein. Und von der Weide. Okay. So. Dann könnten wir eigentlich noch ein Rennen machen. Hier können wir noch mal einen Rubin kriegen. Hier können wir keine kriegen. Da können wir noch zwei, das sind schon drei. Dann brauche ich nur noch sieben. Da gibt es gar keine. Da auch nicht mehr.
Ja, dann sind wir da auch schon wieder durch. Schade. Drei Stück kriege ich noch. Den Rest muss ich dann gucken, dass ich den über die Minen bekomme. Wobei ich heute wahrscheinlich nur noch zweimal. Ja, einmal kann ich die nochmal anklicken. Und dann muss ich den Rest kaufen diesmal. Weil die kriege ich, glaube ich, nicht mehr zusammen. Das schaffe ich nicht. Wenn wir jetzt noch drei, dann haben gar keine Ruten, ne? Nee. Sieben Stück. Ja, gut. Vielleicht kriege ich noch ein oder zwei mit die Minen. Das wäre natürlich schön. Brauche nur noch vier oder fünf kaufen. Wir gucken mal. So, jetzt machen wir mal nochmal eben das Mexiko-Rennen. 600 Meter. Dafür nehmen wir, wen nehmen wir denn? Eigentlich können wir den Missouri Foxtrotter mal nehmen, ne? Der ist echt schick. Die braucht auch keinen Boost. Denke, die wird locker ihre 1200 Meter laufen, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, das schaffen wir locker. Ja, ich habe heute Morgen auch noch mal die Entwickler bei Pickpock angeschrieben wegen Rival Stars. Das Spiel ist ja gestern erschienen und kostet tatsächlich 39,99. Ich fand das ein bisschen sehr, sehr teuer. Ich habe extra noch mal im Play Store geguckt von der PS4. Da kostet das Spiel 35. Auf dem Handy gibt es das ja umsonst und ja, für die Switch gibt es Farlabs auch. Ich glaube, da kostet es auch 39,99. Ich habe die jetzt einfach mal angeschrieben und gefragt, ob die mir einen Code zur Verfügung stellen würden. Aber ich denke eher nicht. Dafür ist der Kanal noch zu klein. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Wenn ich da tatsächlich einen Code zugeschickt bekommen sollte, dann kommt natürlich auch ein Let's Play dazu. Also kaufen tue ich mir das nicht für 40 Euro. Oder ich warte halt ab, bis es irgendwann im Sale drin ist. Im Moment ist ja auch Summer Sale auf Steam. Da gibt es auch richtig, richtig gute Angebote. Könnt ihr hier nochmal reingucken. Aber leider war das Spiel jetzt ja nicht dabei, weil es ja nur gestern erst erschienen ist. Dann wird es natürlich nicht gleich wieder in dem Sale drin sein. Aber viele andere tolle Angebote. Also wenn ihr da nochmal reingucken wollt, ich glaube bis zum 6. oder 7. Juli ist das noch und sind richtig gute Angebote. Oh, die läuft aber echt weit, ne? 1700 Meter haben wir schon. Na, guck, 1737. So, dann haben wir jetzt noch einen roten Stein dazu. Und dann gucke ich mal, dass ich nachher das andere Rennen nochmal mache, dass wir dann noch zwei Stück kriegen. Und dann auch gucke, dass ich regelmäßig bei den Minen vorbeigucke, weil ist ja nur noch 18 Stunden, ne? Ist nicht mehr lang. Weil das KPWN würde ich auch gerne noch freischalten. Und dann als nächstes eben halt den Isländer und den Appaloosa haben wir wieder mal. Wen hatten wir denn noch? Den Isländer. Steht das hier gar nicht? Hatte ich das nicht eben noch rausgesucht gehabt? Also auf jeden Fall den Isländer. Achso, den Appaloosa, den haben wir ja schon. Und ich glaube, den Ritter. Dann kommt als nächstes der Ritter. Nee, als nächstes kommt das Eisderby so rum. Den brauchen wir auch nicht. Da brauche ich dann nur den Isländer. Und dann wird danach, also jetzt läuft er immer alle 3 Tage und danach kommt dann halt noch
der das englische Vollblut, das Sel Français und das Fjordi kommt noch, also das Fjordpferd. Sel Français und englisches Vollblut habe ich auch. Da werde ich dann auch nur das Fjordpferd dann noch freischalten. Guck, hier ist das Sel Français. Und hier unten irgendwo ist das englische Vollblut. Da ist das englische Vollblut. Also da werde ich dann auch nur noch den mittleren wieder freischalten können. Und dann sollte das T4-Event eigentlich vorbei sein und dann kommen wieder ganz normal die T4er. Ich hoffe, dass das dann irgendwann mal wieder eins von den Routen dabei ist, damit ich rote Steine sammeln kann. Das wäre natürlich richtig schön. Aber ihr Lieben, damit würde ich mich dann heute verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.